Hallo zusammen, heute habe ich für euch einen Staubsauger bzw. einen Saugroboter von der Firma Fakir. Und der Saugroboter trägt den Namen Robert. Das ist ein Saugroboter, der automatisch eure Teppichböden, Laminatböden, Fliesen oder Kachelböden von Staub befreit. Schauen wir uns den Inhalt des Kartons einmal genauer an. Den Staubroboter habe ich jetzt mal weggelassen, der sitzt normalerweise hier drin. Was haben wir hier? Wir haben hier die Ladestation plus Netzteil, die virtuelle Wand, dazu später mehr, zwei Seitenbürsten, zwei verschiedene Filter, hier in der Ecke noch eine Fernbedienung, ein Reinigungsgerät und hier nochmal ein Filter für den Saugroboter. Die Batterien sind natürlich auch alle dabei, das heißt Batterien für die virtuelle Wand und für die Fernbedienung. Kommen wir jetzt zum Staubroboter von Fakir. Das Ganze ist akkubetrieben und wenn er angeht, blinkt er kurz auf. Die Akkulaufzeit beträgt ca. 2 Stunden und geladen wird er über die Ladestation in 3 bis 4 Stunden. Den Schmutz, den er aufsaugt, wird hier hinten in einem Auffangbehälter aufgefangen, den ihr dann über den Mülleimer entleeren könnt. Zur Sicherheit lässt sich der Staubsauger, wenn er nicht auf dem Boden steht, so gut wie nicht einschalten, weil hier vorne gibt es zwei Sensoren, die der Elektronik mitteilen, dass der Staubsauger nicht auf dem Boden steht. Über die UV-Lampe werden Bakterien gleich abgetötet. Geladen wird, wie ich schon vorher gesagt habe, geladen wird der Fakir-Staubsauger über diese Ladestation. Und Robert ist so intelligent, dass er automatisch zur Ladestation fährt, sobald sein Akku zur Neige geht. Beim Fakir-Robert ist auch diese virtuelle Wand dabei. Es ist jetzt eine virtuelle Wand in dem Sinne, wenn ihr die einschaltet, sendet er ein Lichtsignal. Und sobald der Robert in die Nähe kommt, dreht dieser wieder um und fährt in die andere Richtung. Mit der Fernbedienung könnt ihr den Robert vom Automatikmodus in den manuellen Modus umschalten. Das heißt, ihr könnt ihm sagen, er soll schneller laufen, er soll langsamer laufen, er soll auf der Stelle rotieren. Oder er soll zur Ladestation zurückfahren. Das war mein Hands-on-Video zum Fakir Modell Robert. Das ist ein Saugroboter, der für euch die Wohnung durchsaugt.